Okay, wer fängt an? Okay, gut. Also, hallo und grüß Gott, grüß euch. Wir befinden uns hier in Hamburg an der Donau vor unserem neu errichteten Pump Track. Ich bin der Peter, auch der sogenannte Skater-Peter. Hier neben mir steht der Patrick. Servus. Patrick. In meiner Funktion als Vereinsobmann und in Patricks Funktion als Vereinsobmann-Stellvertreter würden wir euch gerne zu unserem Pump Track und Skate Contest einladen, welcher stattfindet am 19. Juni in Hamburg an der Donau am Skatepark gleich hinterm Bergbad. Wir haben diesen Pump Track errichtet extra für die Veranstaltung. Ja, wie sieht es aus mit dem Pump Track nach der Veranstaltung, Patrick? Ja, wir hoffen, dass der Pump Track natürlich stehen bleiben kann, auch nach der Veranstaltung. Das Coole daran ist eigentlich, dass es ein kleines Projekt ist, wo alle ein bisschen mitgearbeitet haben. Und wie ihr im folgenden Video sehen werdet, macht es ja ganz viel Spaß, das Ding zu befahren. Ja, ich würde sagen, kommt vorbei, schaut es euch an. Es wird ein Spaß-Gaudi halber Contest. 5 Runden, 3 Versuche habt. Ja, die schnellsten 5 werden dann gewertet und ihr habt die Möglichkeit auf einen kleinen Preis. Ja, mit dabei ist Mountainbiker am See. Mit dabei ist Radshop. Lagerhaus Radshop Schwächert. Genau, Lagerhaus Schwächert, der Radshop. Ansonsten das Ding kann man fahren, wie ihr sehen werdet, mit BMX, Skateboard, genauso wie auch mit einem Mountainbike. Ja, und dann lange Rede, kurzer Sinn. Let's roll! Rising up, falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now, let's make things right. We have some fun, or at least we'll try it. You've got your truth, and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I play me if it's not you? Das ist der Krise. Der Krise ist im Vorstand bei uns im Verein. www.rollburg.at unter Facebook findet ihr uns auch. Ja, Krise, also, was findet hier am 19. statt? Es findet schon das Skate Contest. Krise, wann ist Anmeldung? 19. Juni. Wann ist die Anmeldung? 13 Uhr. 13 Uhr, okay. Wann findet das Skate Contest statt? Sehr gut, okay. 14 Uhr findet das Skate Contest statt, also Beginn 13 Uhr ist Anmeldung. Ansonsten ist wichtig zu wissen, wie schon vorher erwähnt, unser Pump Track Contest findet am gleichen Tag statt. Die Uhrzeit wird noch kommuniziert, die wissen wir leider noch nicht ganz so genau. Weiters wäre zu sagen, am 18. am Samstag davor, Krisi, was ist da? Luca, komm her zu uns. Was ist am 18.? Was ist am 18.? Skatecontest. Nein, das ist am 19. Vernissage. Vernissage. Was machen wir bei der Vernissage noch? Wir haben Spüle vorbereitet. Okay, ganz einfach. Es handelt sich um ein paar Kleinigkeiten, um das Ganze etwas aufzulockern, weil am 18., das ist der Samstag, haben wir eben eine Vernissage. Bei dieser Vernissage werdet ihr sehen Fotos von Skateboards, von Tieren, von was auch immer, alles was schön ist, von verschiedenen Leuten, Fotografen hier aus der Umgebung, von Freunden. Ihr werdet sehen Skateboard Do-It-Yourself Art, ihr werdet sehen ein Video vom letzten Jahr, Aufnahmen von unserem Skate Contest
und vielleicht noch ein paar andere Kleinigkeiten, die wir vorbereitet haben. Es gibt eine Lesung von einer ganz lieben, netten Freundin von mir, von der Katrin Steinberger. Ihr Buch wird vorgestellt um 18 Uhr und um 18.30 Uhr werden wir höchstwahrscheinlich starten mit unserem Spaß-Gaudi-Wettkämpfen. Julian, komm zu uns! Was werden wir da machen? Sightseeing ist noch nicht sicher, weil das haben wir leider noch nicht so ganz genau. Oder Skateboard-Curling. Skateboard-Curling, okay. Wie schaut das aus? Ja, einer liegt am Board und die zwei anderen müssen in einen Kreis schieben und werden. Okay, gut, falls ihr nicht verstanden habt, einer liegt am Board, die anderen zwei schieben. Es ist wichtig, dass wir erwähnen, dass das auch nur Spaß-Gaudi-Games sind. Dreierteams plus ein Ersatzmann, wenn ihr Bock habt, meldet euch an. Ihr könnt euch anmelden über Facebook unter unserer Rollbook-Seite oder ihr könnt euch anmelden unter ghettosoul@gmx.at. Weiters gibt es zu sagen, was gibt es zu sagen? Eine Party gibt es nach diesen Games. After Party. After Party. After Show. Sauferei wird es keine geben, okay? Nein, wir werden das ganz seriös und nett halten. Vielleicht werden wir ein bisschen was trinken, aber ansonsten, ja. Für Getränke ist gesorgt. Für Getränke ist gesorgt, es wird keiner verdursten bei uns. Ja, übrigens, hier ist der Martin. Martin kommt zu uns. Das ist die Sektion Snowboarding bei uns im Verein Rollburg. Hallo. Also, ja, Martin ist erfolgreicher Snowboarder. Welt, naja, gut, sagen wir, Österreich berühmt in der Snowboard-Szene. Ja, wie schon gesagt, das ist unser kleiner und lieber netter Verein. Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Ah ja, was ich ganz vergessen habe. Euer Video wird auch präsentiert. Ich hab's schon gehört, super. Sehr gut, okay, also Martin zeigt euch, was er mit Philipp Hudek, auch ein Vereinsmitglied von uns, im Winter so getrieben hat. Ja, also ich würde sagen, kommt vorbei und gebt euch den Spaß. Bis dann, see you later, Alligator. Sweet. Ciao. Ciao.